Liebe Erlangerinnen, liebe Erlanger, kurzes Update zum Thema Corona. Heute wirklich nur kurz. Die Lage können Sie ja selbst einigermaßen sehen. Eine Information, die vielleicht wichtig ist. Wir haben jetzt wieder angefangen auf der Ebene von Mittelfranken, dass die Kliniken sich intensiver absprechen über die Patientinnen und Patientinnenbelegung, weil die Fallzahlen in den Krankenhäusern so ganz langsam wieder weiter ansteigen, dass eine Koordination notwendig ist. Zweites großes Thema, ab kommender Woche sind die Tests, die allgemeinen Bürgerinnen und Bürgertests nicht mehr kostenfrei, sondern kostenfreie Tests gibt es nur noch für ganz bestimmte Gruppen. Und das Gesundheitsamt hier in Erlangen hat entschieden, dass die sogenannten Schnupfenkinder, also wenn das Kind irgendwie eine Erkältung hat und einen Test braucht, dass das zunächst bei den Kinderärztinnen und Kinderärzten erfolgen soll. Also wenn das bei Ihnen in der Familie ein Thema ist, dann wenden Sie sich bitte an Ihre Kinderärztin oder an Ihren Kinderarzt. Und zuletzt noch der Aufruf, wie jede Woche, lassen Sie sich weiter impfen. Wir sind mittlerweile wirklich gut unterwegs, was die Impfungen angeht und auch bei den 12- bis 18-Jährigen, da geht es jetzt ganz gut voran. Aber es fehlen immer noch ein paar. Schauen Sie auf unsere Homepage. Sie können quasi jeden Tag in Stadt und Landkreis an irgendeinen Ort gehen und sich einfach impfen lassen oder natürlich weiterhin bei Ihrem Hausarzt oder Ihrer Hausärztin. In dem Sinne, bleiben Sie weiter gesund.